Hallo und willkommen. Heute schauen wir uns gemeinsam den Beginn von Dave the Diver an. Falls ihr euch fragt, ob das Spiel was für euch sein könnte oder falls ihr einfach nur mal reinschnuppern wollt, hier seid ihr genau richtig. Die wichtigsten Daten zum Spiel sowie meine ersten gesammelten Eindrücke gibt's dann am Ende des Videos. So, dann wollen wir mal anfangen. Neues Spiel. Natürlich will ich die alte überschreiben. Das ist aber ein ziemlich schöner Strand. Und ein, nicht Hummer, aber ein anderes Krabbelvieh. Aber wie heißen die Teile nochmal? Zehen. Die heißen Zehen. Und Füße. Jetzt weiß ich's wieder. Boah, ich wäre auch urlaubsreif so langsam. Ich mag's, dass er meine Bauchform hat. Ah. Wie heißt das Tier? Ist das ein Hummer? Ist das kein Hummer? Oh mein Gott, ich kenne mich mit Meerestieren nicht aus. Ich bin im falschen Spiel. Verabredung zum Sushi-Essen. Ah, ja, ich hätte auch Hunger. Ich kann dich verstehen, Dickerchen. Ich bin auch ein Dickerchen. Oh, das ist ziemlich cool. Auch wenn das Flugzeug nicht realistisch aussieht. Also das Flugzeug sieht cool aus, sieht aber nicht so aus, als ob es wirklich fliegen würde. Und ein Rootbier. Habe ich mal probiert, ist mir zu süß. Aber scheint vielen zu schmecken. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. So, soll ich das überspringen? Nein, die geben sich so viel Mühe mit ihrer Cutscene und den Credits, wir überspringen das. Sehr gut. Dachte, da kommt vielleicht nicht mehr. Ah. Oh, Dave, du bist aber schnell hergekommen. Naja, ich wurde gebeten, mich zu beeilen. Ich war gerade im Urlaub. Weißt du? Und? Wo ist das ganze tolle Sushi? Haha, keine Eile. Sieh dich erst einmal um. Schau dir mal dieses riesige blaue Loch an. Sowas habe ich noch nie gesehen. Echt noch nie? Es ist nicht nur groß. Jedes Mal, wenn man das riesige blaue Loch betritt, verändert sich sein Terrain und seine Ökologie und das ist eine brillante Geschäftsmöglichkeit. Oh, der sieht leicht wahnsinnig aus in seiner Animation. Was für eine Art von Geschäft. Lass uns später darüber reden. Ich habe gehört, du bist länger nicht mehr getaucht. Vielleicht solltest du erstmal wieder etwas üben. Von hier ab werde ich dich durchführen. Nur zu, geh hinein. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Prolog, eine Sushi-Bar am blauen Loch. Zum Glück am blauen Loch und nicht am braunen Loch. Das wäre kein guter Ort für eine Sushi-Bar. Weitspitzriffhei, okay, wo bin ich? Ah, du bist noch in guter Form. Hahaha, okay, aber das war erst der Anfang. Beweg dich zum markierten Bereich. Mit linkem Shift, ich spiele mit der Tastatur übrigens, kannst du dich schneller bewegen. Aber denk dran, schnellere Bewegung verbraucht mehr Sauerstoff. Ja, ich krieg das beim, wenn ich versuche, meinen Bus zu kriegen, auch mit. Hier links haben wir ein CO2-Messer und na also. Gut, deine Fähigkeiten sind noch die alten. Deine Bewegungen sind so flink wie ein Frischwasseraal. In Notfällen kannst du dein Tauchmesser einsetzen. Setz es einmal gegen kleine Fische ein. Du kannst es per Linksklick benutzen. Komm hier, du Fisch. Ich mach dich kalt. Gut gemacht. Schnell und sauber. Natürlich, ich bin Profi. Und schlussendlich, du hast doch nicht vergessen, wie man die Harpune benutzt, oder? Die Harpune? Naja, ich habe sie lange Zeit nicht mehr einsetzen müssen. Wie war das noch gleich? Erst zielen, dann hoffentlich treffen. Du brauchst wohl wieder eine Auffrischung. Setz deine Harpune ein und sagen wir, drei Fische zu fangen. Ja, zielen und schießen. Wie ziel ich? Aha. Fisch an der Leine. Ja, zweite. Das ist ja relativ einfach hier. Und ist das ein Pufferfisch? Nee, Pyramidenfisch. Du wirst in kurzer Zeit wieder den Bogen raus haben.
Da bin ich mir sicher. Ich dachte, das wäre eine Harpune, kein Bogen. Ist egal. Okay, komm fürs Erste ins Boot zurück. Okay, jetzt wo du dich wieder eingearbeitet hast, können wir ja zum Geschäftlichen kommen. Dave, du liebst doch Sushi, oder? Aber klar, das weiche Fischfleisch mit dem saftigen Reis, oh Mann, Sushi ist lecker. Aha, dann hör mir gut zu. Ein Freund von mir war früher ein Sushi-Koch, hatte aber sein Geschäft für eine Weile aufgegeben. Er hat ein loses Mundwerk und ist ein etwas schwieriger Typ, aber sein Talent ist unübertroffen. Und nun habe ich mit ihm ein Restaurant eröffnet, um ganz spezielle Sushi zu verkaufen. Und zwar direkt hier. Oh, bist du ein Wahnsinniger. Unser Sushi ist aus frischem Fisch gemacht, der direkt im blauen Loch gefangen wird, wo sich Fische aus aller Welt tummeln. Was meinst du? Ist das nicht die beste Idee für ein Sushi-Restaurant überhaupt? Geht so? Ja, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Haha, bestimmt. Also, willst du bei diesem spannenden Abenteuer dabei sein? Was meinst du? Also, ich esse gern. Ich habe keine Ahnung vom Kochen. Nur keine Sorge, das Restaurant ist schon startklar. Du brauchst nur zu tauchen und die Zutaten zu beschaffen. Das klingt doch gut, oder? Ich kann glaub gar nicht ablehnen. Na gut, ich kann also so viel Sushi essen, wie ich möchte? Ja, sicher. Aber du musst natürlich bezahlen. Kann's kaum erwarten, es mir anzuschauen. Das Sushi-Restaurant am Blauen Loch. Eigentlich war für heute die Eröffnung geplant, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir schon so weit sind. Reden wir im Restaurant weiter. Okay. Beim Pfeil-Leertaste, das kriege ich auch noch hin. Go, Sushi! Oh, ich mag das Boot jetzt schon. Kann ich das behalten? Ohne Katze! Hey, Bencho! Sind wir bereit, das Restaurant zu öffnen? Wie du siehst, ja, perfektes Timing. Oh, es ist schon fertig? Und du bist... Ah, du musst der Fischer sein, von dem Cobra geredet hat. Naja, ich bin eigentlich eher ein Taucher als ein Fischer. Ach so, also gut. Es ist nett, dich kennenzulernen. Ich bin Bancho. Du magst also auch Sushi, ja? Aber sicher. Thunfisch, Aal, Seigel, nee, Seeigel. Oh Mann, schon daran zu denken, lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Du bist so mittelmäßig, wie ich dachte. Sushi ist ein Amalgam aus der Seele des Meeres und der Seele des Landes. Es symbolisiert Mutter Natur, höchst selbst. Die meisten Menschen kennen nur die gewöhnlichsten Fischarten. So wie du. Ein Leben ohne diese seltensten Fischarten gekostet zu haben, ist kein Leben. Es ist meine Berufung, alle Geschmacksrichtungen von Mutter Natur möglichst vielen Menschen zugute. Wirklich alle Geschmacksrichtungen, das geht sehr nah auch ins negative Spektrum, also da gibt's einen Haufen. Zu viel Information. Ein Seebeben. Nein, die Katze ist runtergefallen. Ah. Hat sie nur noch 8 Leben, was soll's. Damit wird sie klarkommen. Oh, wir sind close. Ein Erdbeben? Oh nein, unsere Inneneinrichtung ist total durcheinander geraten. Ja, ich glaube, wir müssen unsere Eröffnung verschieben. Weißt du was? Ich habe mein gesamtes Vermögen in dieses Restaurant investiert. Jetzt werden wir die gesamten Reparaturkosten durch Einnahmen ausgleichen müssen. In diesem Zustand? Am Ende zählt in einem Restaurant noch immer der Geschmack. Erst brauchen wir Zutaten. Hast du irgendetwas mitgebracht? Naja, ich hab etwas, das ich vorhin gefangen habe. Nur 3 Fische? Das wird nicht reichen, um genügend Gäste zu bewirten. Bitte fange erst 7 weitere Fische. Ach, und das Restaurant wird immer nur abends geöffnet haben. Entgehen uns dann nicht viele Einnahmen? Du meinst, wir sollten Gäste reinlassen, ohne uns vorher entsprechend vorbereitet zu haben? Nur um ein bisschen mehr Geld zu scheffeln? Es ist die Pflicht eines Kochs, das bestmögliche Essen stets mit akribischer Präzision
zuzubereiten. So wie ein Krieger sein Pferd an einem Wettstein schärft. Während des Tages benötige ich Zutaten bester Qualität. Okay. Na gut. Dann lass mal wieder ins blaue Loch springen, was? Bencho Bancho scheint sehr leidenschaftlich zu sein, was seine Arbeit betrifft. Er vermeidet es, über persönliche Dinge zu reden, aber über Sushi spricht er den ganzen Abend. So voller Schwung habe ich Bencho seit dem Vorfall. Ich kann mich nicht einigen, ob ich es Bencho oder Bancho ausspreche. Ich mache beides. Bencho Bancho seit dem Vorfall nicht mehr gesehen. Es tut gut, ihn so zu erleben. Was für ein Vorfall? Ups, nein, das hätte ich nicht erwähnen sollen. Jedenfalls brauchen wir noch mehr Zutaten, also fang bitte noch 7 Fische. Na gut. Wie gehe ich ins Wasser? Ach, ich schreibe mir das erst auf, ist das süß. Und los. Da wollen wir mal sehen, wie meine Fischharponierkünste jetzt sich in den realen Bedingungen des Lebens im Spiel anstellen. So, das ist ein Dreiecksfisch, das erkenne ich sofort. Zielen und daneben schießen. Aha! Fledermausfisch! Komm näher! Na, dann gib so einen kleinen Goldfisch! Kardinalfisch, meinte ich. Tja. Eine Makrele. Ah, scheiße. Die war außerhalb meines Radiuses. Ein Lippfisch! Sogar ein Regenbogen-Lippfisch. So, Luft habe ich genug. Nochmal so ein Dreieck. Ich glaube, die schmecken. Mensch, ist das Spiel einfach bis jetzt. Ich bin so gut im Harponieren. Das war ein Salmina. Konnte ich nicht lesen. Ein Seeigel, glaube ich. Au. Ah, das tut weh. Ich glaube nicht, dass man mit diesen Handschuhen Seeigel einsammeln kann. Oh je. Meine Armflossen. Also die vorne. Und was seid ihr? Ihr seht cool aus, vor allem ihr da hinten. Ihr schmeckt bestimmt. Oh, ich hätte was drücken müssen. Warum denn das? Leertasse, Leertasse, Leertasse. Ja, ich angel. Ich angel. Ich harponiere. Verzeihung. Da ist es mit mir durchgegangen. Ist das Kupfererz? Ja, das ist Kupfererz. Interessant, wofür brauche ich Kupfererz? Ich dachte, man muss Fische fangen. So, Holz. Holz brauche ich auf jeden Fall. Allein für Sushi-Schneidebrett. So, gibt es hier eine Tiefenbeschwörung? Qualle. Gleich böse Quallen. Da ist O2. Ja, da ist Sauerstoff. Wieso hat der das abgewehrt? Was ist das denn für ein Arsch? Gelbrücken, Füßel, irgendwas. Sauerstoff unter Wasser. Ich glaub's ja nicht. Mr. Aal. Ich habe auch ein Messer. Das beeindruckt ihn, glaub nicht. Wenn die Harpune nichts tut. Na nett hier unten. Was haben wir denn alles? Okay, es fängt an, mit der Tiefe zu blinken. Warum? Da liegt ein Schatz neben mir. Ich glaube, die großen Brocken muss ich tatsächlich mit vehementen Leertaste gedrücke einfangen. Das bist du. Unterwasserscooter. Kann ich den gleich verwenden? Ja, mit R. Und dann mit... Mir hat niemand gesagt, wie... mit Shift. Wunderbar. Na, das ist mal ein Schatz. Ihr da unten seht cool aus. Messer, 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 Messer. Messer, 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 Messer. Das wollte ich eigentlich fangen. Dann will ich nicht mehr. Doch, ich will noch. Roter Feuerfisch. Ja, es hat auch ganz schön gebrannt. Hier ist irgendeine Koralle, die ich mir kralle. Agar ist eine Pflanze aus der Gattung Taloider Rotalgen. Okay, wird für weiches Gelee verwendet. Jetzt wissen wir das. Luft wird knapp. Ein Glück habe ich den Scooter.
Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Oh, da ist noch ein Schatz. Das muss reichen. Kochtopf ist es. Oh, Öl. Olivenöl. Da ist noch ein Schatz. Komm schon, das schafft man noch. Wir gehen ja nicht sofort drauf ohne Lust, oder? Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Bis zu etwas größeren Gehirnschäden. Nein! Mein Scooter! Mit einem O2. Zurück zum Boot. Ich würde sagen, perfekt gelaufen. Oh. Alles klar, du hast ja scheinbar einiges fangen können. Wenn du so weitermachst, wird unser Geschäft brummen. Du meine Güte, so spät ist es schon. Wir müssen uns beeilen und alles vorbereiten. Geh doch bitte schon zur Sushi-Bar. Da muss ich gerade gehen. Obwohl, ich finde es nicht langweilig. Ich bin einfach müde. Gefangen 9, Zeit 4 Minuten 7, Tiefe 42 und gefunden 4. Ja, das sind mal Bestleistungen. Okay. Aquarium. Schließe den Tag ab. Okay. Übrigens kannst du nur zweimal pro Tag tauchen. Einmal morgens und einmal abends. Besorg die Zutaten immer vor der Abendessenszeit. Ja, ist ja gut. Und Sushi. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, ob ich tatsächlich nicht kochen muss. Bancho, wie läuft's mit den Vorbereitungen? Wir sind praktisch fertig. Das ist gut, also auf einen erfolgreichen Abend. Und wo willst du jetzt hin? Hat Cobra es dir nicht gesagt? Ab jetzt sollst du mir in der Sushi-Bar helfen. Was? Aber ich verstehe nicht. Cobra hat zu mir gesagt, dass mir hier jemand bei der Beschaffung der Zutaten und beim Servieren helfen würde. Ich müsste nur kochen, meinte er. Und wer sonst außer du könnte damit gemeint gewesen sein? Moment mal, aber ich habe noch nie in einem Restaurant gearbeitet. Bald werden die ersten Gäste hier sein. Okay, ich werde dir einen Questkurs geben, also pass gut auf. Was? Öffne die unten stehenden Zutaten. Drücke 4, also Zutaten. Hier kannst du nachsehen, wie viel Pfiffe, Feldfrüchte, Soßen und andere Materialien du hast. Das reicht fürs Erste. Komm später noch einmal für mehr Informationen vorbei. Okay. Tschüss, Zutaten. Gut. Ich zeig dir jetzt, wie man gerichtete Speisekarte hinzufügt. Menü. Neue Rezepte müssen der Speisekarte hinzugefügt werden, bevor sie Gästen serviert werden können. Für den Fisch, den du vorhin gefangen hast, gibt es ein Sushi-Rezept. Füge es der Speisekarte hinzu. Hinzufügen. Irgendeins, oder? Ah, die geben unterschiedlich viel Geld. Das gibt 10 Dollar, das gibt 6. Wir nehmen das mit den 10. Feuerfisch natürlich. Alles klar, das war wohl nicht so schwer. Zutaten auf Autokochen zu stellen, wird alles etwas vereinfachen. Noch einmal zum Mitschreiben. Nur Gerichte, die auf der Speisekarte stehen, können verkauft werden. Wenn du keine Zutaten mehr hast, musst du Gerichte auf der Speisekarte austauschen oder die fehlenden Zutaten beschaffen. Du kannst auch das Aroma der Gerichte veredeln, wenn du genügend Zutaten hast. Probier es einmal aus. Benutz jetzt die Zutaten, die du gefangen hast, um die Speisekarte so lang wie möglich zu machen. So lang wie möglich, eher so profitabel wie möglich. Also aus dem Regenbogen Lippfisch, da sind die Leute aber auch happy. Machen wir es umgekehrt, oder? Nicht gefunden. Kann ich noch umsortieren nach... Nö. Hier 4x5 ist besser als 2x6. So ungefähr. Die Anzahl ist ja auch entscheidend. Ansonsten 2 Stück ist das Maximum, dann 2 vom teuren. Kann ich irgendwas veredeln? Wird nicht... Gelber Pyramiden... Nee. Kann ich gerade nicht veredeln, okay. Passt. Beenden. Wunderbar. Wie lange willst du da herumstehen und dich unterhalten? Bring mir eine Tasse grünen Tee. Ich bin durstig. Hast du schon mal einmal grünen Tee angefangen? Nein, nur Limonaden und so.
Dann erkläre ich dir, wie man das macht. Geh erst rüber zu Cobra. Manchmal bestellen Gäste Getränke. Um genau die richtige Menge Grüntee. Okay. Ich habe was gut gemacht. Gäste, die grünen Tee der Klasse gut oder höher getrunken haben, zahlen mehr. Ja, das ist ja wunderbar. Hahaha, wie erwartet, ist Banchos grüner Tee was ganz Besonderes. Dieser Tee macht Appetit. Gibt es auch was zu essen? Ja, wenn du zahlst, du Arsch. Anspruchsvoll wie immer. Warum servierst du ihm nicht gleich etwas zu essen, wo du schon dabei bist? Der muss erst kochen. Da oben ist eine Fortschrittsanzeige. Komm zu mir rüber und nimm dieses Gericht. Ja, ich bin hier. Mit Leertaste, okay. Und... habe ich es noch nicht aufgenommen? Hallo? Da war der Trigger. Du kannst sprinten, okay. Uiuiuiuiui. Hallo? Du hast das Paket letzte Woche verzickt, meinst du? Was um alles in der Welt? Ich werde nachsehen. Hey, dein Essen. Du Arsch. Cobra hat das Essen nicht einmal angerührt. Er ist immer so leicht abzulenken. Das Essen. Wir können es nicht erneut servieren. Also müssen wir es wegwerfen. Das ist doch so eine Verschwendung, es einfach wegzuwerfen. Genau, ich könnte es essen. Bei Banzu Sushi servieren wir nie dasselbe Essen zweimal. Alles klar, verstehe. Und in Müll damit. Alles sieht startklar aus. Ich habe schon länger nicht mehr direkt für Gäste gekocht. Bin etwas nervös. Vergiss nicht E zu drücken, nachdem du die Speisekarte fertig hast, um das Restaurant zu öffnen. Okay. Und öffnen. Hui. So, wo sind die Gäste? Da kommen sie ja schon. Oh, grüner Tee, ich bin Experte, was das angeht. Schade. Nochmal grüner Tee. Komm schon, komm schon, komm schon. Du willst es. Sprint, 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 sprint. Schnell, 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 schnell. Gib Trinkgeld, gib Trinkgeld. Nur $1 Trinkgeld, was soll denn das? Das sind harte Zeiten hier. Oh je. Ja, schnell, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, so. Die näher sitzen, das ist doch viel besser. Setz dich doch nicht so weit weg, Kollege. Und ja, sprinten. Wie wär's, wenn ihr das Sushi probiert? So, das ist schon fertig. So. Dankeschön. Firma Dank. Kann ich jetzt noch eigentlich das Menü anpassen? Aktuell glaub nicht. Aktuell glaub nicht. Ja, mir läuft das Wasser auch im Munde zusammen. Aber hauptsächlich tropft's mir auch vom Nacken in den Arsch. Vom ganzen Rumgerenne. Vor allem so ein warmer Tag wieder heute, an dem ich das aufnehme. Hab mir mit meinem Kumpel heute, oder mit meinem Mitbewohner, deren Kumpel ist, heute eine Klimaanlage gekauft. So eine mit Riesenschlauch, die man aus dem Fenster hält. Funktioniert, ist halt nur nicht in meinem Aufnahmestudio, was ich auch als mein Zimmer bezeichne. Aha, ich hab Nettogewinn $73, ist das nicht schön? Hab jetzt gar nicht geschaut, wie viel Trinkgeld ich hatte. Puh, für heute ist die Arbeit endlich erledigt. Mein Rücken und meine Beine schmerzen. Du warst ein wenig ungeschickt, aber nicht schlecht für einen ersten Tag. Gib dir beim nächsten Mal noch etwas mehr Mühe. Ich schätze, aus deinem Mund ist sowas wohl ein Kompliment. Ein Mann sollte keine Genugtuung aus einfachen Komplimenten ziehen. Ja, schon klar. Wie dem auch sei, ein Toast auf die Eröffnung von Banjo Sushi. Und ich habe mir das Bier jetzt echt redlich verdient. Das ist auch ein cooles Schiff. Hey, der kann aber auch nicht... Der hat auch keine Ahnung, wo er hin... fährt.
Ich hab das mal in so einer Art Anime gesehen. Ich weiß, wo das hinführt. Ja. Und rein ins feuchte Loch. So ähnlich ging es im Anime auch. Nur, ja gut, geschrien wurde da auch. Es klang jetzt aber noch nicht so ernst. Alle Anwesenden hatten Spaß. Bist du der Mann, der hier herumgetaucht ist? Ich denke schon. Ich hatte einen Typen erwartet, der professioneller aussieht. Was soll das heißen? Ich kann dich hören, das weißt du schon. Wie dem auch sei, kannst du was für mich tun? Solltest du mir nicht erstmal sagen, wer du überhaupt bist? Ich bin Ellie. Ich studiere Biologie an der Graduiertenschule der Universität der Philippinen. Ich bin nach Berichten über Anomalien in der Gegend hergekommen, um Nachforschung anzustellen. Zufrieden? Okay, und was willst du? Ich würde gern die Ökologie dieses blauen Lochs untersuchen. Besorg mir zuerst etwas Agar-Agar und roten Seestern. Da habe ich die ganzen Stimmen vermischt. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, nur nach jeweils einem von beiden zu verlangen. Besorg mir zwei von beiden. Dein Ton, da will ich eigentlich gleich ablehnen. Ich habe eine Belohnung. Aber wenn du sie nicht willst, ist es auch okay für mich. Oh, eine Belohnung? Nun, ich habe ja nicht abgelehnt. Ich meine ja bloß, dass du netter fragen könntest. Wie dem auch sei, bitte beeil dich. Nicht trödeln. Rote ökologische Daten und ich habe ein Smartphone. Yay, du kannst dein Smartphone nutzen, um auf verschiedene Inhalte zuzugreifen. Das wusste ich schon. Sieh dir deine aktuellen Aufträge und mehr an. Ich bin angekommen als Generation von heute. Gut, so alt bin ich noch nicht. Anrufen. Betreiber? Was hat die mir? Hallo, ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Bitte beachte, dass dieses Gespräch zur Qualitätssicherung aufgezeichnet wird. Nein, auflegen, auflegen. Womit kann ich dir heute helfen? Heutiges Schicksal? Du hast dich entschieden, dir dein heutiges Schicksal vorhersagen zu lassen. Und los geht's. Das Glück wohnt deinem täglichen Leben inne. Fleiß ist der Schlüssel. So heißt es jedenfalls. Das war's für heute mit Wahrsagerei. Die Belohnung. Du hast dich entschieden, ja. Aktionscode. 1, 2, 3, 4. Scheiße. Na gut. Nein, nein, danke. Ja, wunderbar. Ich will Cobra nicht anrufen. Muss ich Cobra anrufen? Der steht doch neben mir und trainiert. Warum rufst du mich an, wenn ich praktisch neben dir stehe? Das ist doch nur eine Verschwendung von Telefon. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird's wohl Zeit für die Fakten zum Spiel und für einen kurzen Zwischenstand. Wir fangen mal mit den Fakten an. Das Spiel wurde im Juni 2023 veröffentlicht und ist auf PC, Windows und Mac, PS5, Nintendo Switch sowie dem Steam Deck verfügbar. Interessanterweise ist es nicht für die Xbox erhältlich. Wie ihr vermutlich schon seht, Dave the Diver hat ziemlich positive Bewertungen erhalten. Fast 96% der gut 100.000 Bewertungen geben dem Spiel ein Däumchen nach oben. Das ist schon eine krasse Leistung. Aktuell kostet Dave the Diver 19,99 €, im Sale war es aber auch schon für knapp 14 € erhältlich. Es ist ein reines Singleplayer-Spiel, hat auf Steam vollen Controller-Support und natürlich auch Steam-Achievements. So, dann zu meinem Zwischenstand. Ich habe das Spiel tatsächlich vor der Aufnahme dieses Fazits auf der PS5 durchgespielt und bin nicht komplett begeistert. Es ist an sich ein richtig gutes Indie-Spiel, der mir auch durchaus für zahlreiche Stunden, keine Ahnung, 10, 20 Stunden Spaß bereitet hat. Die Gameplay-Loop funktioniert bei mir ziemlich gut und Dave ist echt ein sympathisches Kerlchen. Aber irgendwie hat mich das Spiel in seiner Gänze stellenweise nicht komplett überzeugt und teilweise auch ein bisschen enttäuscht. Die schrulligen Charaktere und die Story haben mir dabei definitiv nicht geholfen.
fällt mir hier besonders schwer, mein Fazit zu bilden, wenn ich ehrlich bin. Die Tendenz geht aber auf jeden Fall ins Positive. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt's mir gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.